Ein langes Corona-Jahr. Darüber wollen wir in unserer Reihe mit dem Parteivorsitzenden, nun mit ÖVP-Bundesparteiobmann und Bundeskanzler Sebastian Kurz sprechen. Einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Tür. Herr Bundeskanzler, am Ende eines langen Jahres blicken wir auf ein sehr schwieriges Jahr zurück. Viele Fehler sind auf vielen Seiten passiert. Im Nachhinein ist man ja oft klüger. Welche Fehler haben Sie denn im Kampf gegen die Pandemie gemacht? Naja, wer so viele Entscheidungen trifft, der macht jeden Tag Fehler. Ich glaube, wenn man das Jahr Revue passieren lässt, dann kann man sagen, im ersten Halbjahr haben wir sehr früh reagiert, sehr schnell reagiert, nachdem es auch eine große Unsicherheit gab, war es relativ einfach, diesen Lockdown durchzusetzen. Im zweiten Halbjahr war das deutlich schwieriger. Das sogenannte Präventionsparadoxon ist irgendwie eingetreten. Viele haben gesagt, so schlimm war es ja gar nicht. Es sind ja gar nicht so viele gestorben, wie der Bundeskanzler und andere behauptet haben. Und es war deutlich schwieriger, diesen Lockdown durchzusetzen. Am Anfang ein Lockdown light, dann erst der notwendige harte Lockdown. Und was natürlich von Tag zu Tag schwieriger wird, ist auch, dass die Maßnahmen eingehalten werden. Das ist auch in Ihrem Beitrag, glaube ich, sehr schön hervorgegangen. Viele Menschen wissen einfach mittlerweile, wenn sie jünger sind, naja, für sie selbst ist es nicht so gefährlich. Das bedeutet, viele halten sich trotzdem dran, weil sie ältere Menschen schützen wollen und andere denken sich, naja, ich halte das nicht mehr aus, ich muss mein Leben doch irgendwie leben. Insofern war es ein schwieriges Jahr. Ich möchte in die Zukunft blickend sagen, dass ich davon ausgehe, dass die nächsten Monate weiter schwierig bleiben, aber mit jeder Impfung mehr kommen wir natürlich in Richtung Normalität. Zur Zukunft kommen wir noch. Ich würde gerne noch kurz bei der Vergangenheit bleiben. Sie haben schon angesprochen, dass der Schutz der älteren Bevölkerung besonders wichtig war. Das wusste man bereits sehr früh und das war sehr schnell klar. Ich habe hier die an sich geheime Morgenmeldung der Bundesländer mit den aktuellen Zahlen aus den Pflegeheimen. Von den 6.149 Toten in Österreich heute sind, Stand heute, 42% Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen. Das Virus ist da reingefahren und viele Menschen waren ihm de facto schutzlos ausgeliefert. Dass das eine Problemzone ist, das wusste man im Frühjahr. Man hat sie wahrscheinlich nicht gut genug geschützt. War das ein Fehler? Naja, die Thematik ist eine extrem komplexe. Also ich kriege bei dem Thema immer fast schon Aggressionen jedes Mal, weil ich mir denke, wie gibt es denn das? Das muss doch besser möglich sein. Und, aber Sie sind verantwortlich. Ja, ja, ich wollte es gerade ausführen. Ja. Und ich glaube, die massive Herausforderung, die wir haben, ist zum einen, dass immer wenn das Virus sich in der Bevölkerung ausbreitet, breitet sich es irgendwann in allen Altersgruppen aus. Sie erinnern sich vielleicht, dass im Sommer viele gesagt haben, na, das ist eh gut, es stecken sich nur die Jungen an, die Reiserückkehrer, die sind vor allem jung. Ich habe damals schon gesagt, es wird wenige Wochen nur brauchen, bis es zu den Eltern und Großeltern weiterwandert. Und was die Pflegeheime betrifft, ich habe Respekt vor jedem, der dort Verantwortung trägt, ganz gleich, ob die Bundesländer, die Betreiber, die Pflegekräfte vor Ort, weil es natürlich immer eine schwierige Entscheidung ist zwischen dem Kampf gegen totale Vereinsamung und auf der anderen Seite dem notwendigen Schutz. Ich bin in der Frage eher ein Hardliner und bin immer wieder eingetreten dafür, dass wir Besuchsverbote verhängen, dass wir Sicherheitskonzepte machen, dass eine Einschleppung fast unmöglich ist. Aber mich macht natürlich immer wieder auch betroffen, wenn mich dann Menschen anrufen und sagen, naja, wenn man die Angehörigen gar nicht mehr besuchen kann, dann ist das fast noch härter, als wenn Menschen irgendwann erkranken. Das ist, glaube ich, für alle, die dort arbeiten, tagtäglich eine massive Herausforderung, Leute nicht vereinsamen zu lassen und trotzdem ein Maximum an Schutz zu gewähren. Herr Bundeskanzler, ich unterbreche Sie ungern. Ich würde Sie deshalb bitte um kürzere Antworten bitten. Wir haben tatsächlich sehr, sehr viele Fragen. Ich würde gerne noch bei den Altenheimen bleiben. Sie sprechen von der Verantwortung der Pflegeheimbetreiber, der Länder. Aber auch der Bund hat erst Ende Oktober eine Testpflicht für das Personal in diesen Pflegeheimen eingeführt. Die Opposition, sogar die FPÖ, die gegen viele Tests ist, fordert, da mehr zu machen. Warum hat die Regierung diese Alten- und Pflegeheime nicht früher besser geschützt? Ja, ich glaube, Sie haben vollkommen recht. Je früher man dort testet, desto besser. Der Punkt, den ich aber schon noch erwähnen möchte, ist, dass wir jetzt natürlich ganz andere Testkapazitäten haben als im Sommer.
Im Sommer war es einfach nicht möglich, jeden Mitarbeiter im Gesundheitssystem jede Woche zu testen. Jetzt ist es möglich, dass wir verlangen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich dort zweimal die Woche testen. Und ich spreche immer wieder mit Verantwortlichen in diesen Bereichen und frage auch nach, wie gibt es das, dass sich das Coronavirus dort schon wieder ausbreitet? Jetzt ist zum Beispiel die Großmutter gerade eines guten Freundes von mir erkrankt, die im Pflegeheim ist, und wir haben beide nachgefragt, wie kann es dazu kommen? Und die Betreiber sagen dann halt oft, naja, selbst wenn wir laufend testen, selbst wenn wir strikt sind bei den Berufsregelungen, wenn es einmal hineinkommt, dann breitet sich es dort aus wie ein Flächenbrand. Und ganz aber ist das eine Naturgewalt? Kann man das nicht besser schützen? Also ich bin nicht direkt verantwortlich für die Pflegeheime. Mein Eindruck ist, dass man natürlich in jedem Bereich ein Maximum tun muss. Aber ich weiß aus vielen Gesprächen mit den Verantwortlichen, dass das Abwägen zwischen maximalem Schutz und trotzdem noch einem menschenwürdigen Dasein, gerade in den letzten Lebensjahren, oft einfach eine sehr, sehr schwierige Abwägungsentscheidung ist. Und Sie haben vollkommen recht, kann man mehr machen? Natürlich. Wenn Sie keinen Bewohner mehr hinausgehen lassen, wenn Sie keinen Besuch mehr zulassen, wenn Sie das Personal abschotten von der Außenwelt, dann ist der Schutz noch stärker. Es ist leider Gottes manchmal, glaube ich, in der Umsetzung nicht so einfach für die Betroffenen vor Ort. Gut, nun sind wir im dritten Lockdown. Ab 18. Jänner soll man sich mit einem negativen Corona-Test wieder mehr Freiheiten ertesten können. Wie genau das funktionieren soll, ist aber noch immer völlig unklar. Selbst Ihr Regierungsteam hat öffentlich gestritten, wer das denn kontrollieren soll. Ich kann Ihnen gerne jede Frage beantworten. Beantworten Sie uns doch bitte die Frage, wer wird das Freitesten kontrollieren, ganz konkret? Ganz konkret ist das ein Unterschied, von welchem Bereich wir sprechen. Wenn wir von den Kulturveranstaltungen zum Beispiel sprechen, von den Sportveranstaltungen, von Kinos, also überall dort, wo man es gewohnt ist, ein Ticket zum Beispiel herzuzeigen beim Eingang oder im Tourismus, wo jeder auch einen Meldezettel ausfüllen muss bei der Rezeption. Dort wird verlangt werden, dass ein Test vorgezeigt wird und der darf nicht älter als 48 Stunden sein. Und dafür ist der Betreiber zuständig, das zu kontrollieren? Genau, der Betreiber in einem Hotel zum Beispiel, der normalerweise, wenn Sie wohin auf Urlaub fahren, Ihren Reisepass verlangt, einen Meldezettel von Ihnen ausfüllen lässt, der wird in Zukunft sich auch vergewissern müssen, dass Sie ein Dokument mithaben, das bestätigt, dass Sie in den letzten 48 Stunden einen Test gemacht haben. Warum tun wir das? Nicht, um irgendjemanden zu quälen, sondern weil das die einzige Möglichkeit ist, um gewisse Branchen wie den Kulturbereich, den Tourismus, in einer Phase hochzufahren, wo es ohne Testungen einfach nicht möglich wäre. Gut, und in der Gastronomie? In der Gastronomie ist es natürlich wesentlich schwieriger. Da werden die Gesundheitsbehörden Stichprobenkontrollen durchführen und die Gesundheitsbehörden können selbstverständlich auf die Hilfe von anderen Behörden zurückgreifen, wie zum Beispiel von der Polizei. Wichtig scheint mir aber zu erwähnen, dass es ein Irrglaube wäre, zu glauben, dass die Gastronomie am 18. Jänner uneingeschränkt rund um die Uhr geöffnet werden kann. Es wird natürlich neben der Notwendigkeit, Tests vorzulegen, auch noch andere Sicherheitskonzepte brauchen. Wir werden nächstes Jahr sicherlich wieder zur Normalität zurückkehren können, davon bin ich überzeugt. Aber einige Monate werden aufgrund der niedrigen Temperaturen, aufgrund des nach wie vor hohen Infektionsgeschehens einfach sehr fordernd bleiben. Gut, für das Freitesten brauche ich einen negativen Corona-Test. Wie alt wird der sein dürfen? 48 Stunden oder eine Woche? In welchem Bereich? In der Gastronomie, in der Hotellerie, gibt es da wieder Unterschiede? In der Hotellerie, in der Bereich der Kulturveranstaltungen 48 Stunden und im Bereich der Gastronomie eine Woche. Mhm. Warum dauert das eigentlich immer so lange, bis diese Regeln da sind? Das Freitesten haben Sie bereits vor einigen Wochen angekündigt. Das war ein Motiv, wenn man so will, in diesem Jahr. Da wurde viel angekündigt, bis sich aber die Betroffenen auch tatsächlich sehr gut vorbereiten konnten. Hat es dann immer gedauert. Teilweise war das nur einige Stunden davor. Konnte man das Freitesten nicht präsentieren und da auch gleich diese Regeln, die Sie jetzt erst gesagt haben, auch vorlegen? Naja, also wenn Sie uns jetzt unterstellen, dass das einige Stunden davor ist, dann möchte ich doch sagen, dass der 18. Jänner
noch in weiter Ferne ist. Und zum Zweiten verstehe ich natürlich ständig den Wunsch nach bestmöglicher Planbarkeit. Ich habe mit vielen Unternehmern zu tun, die uns sagen, naja, sag uns einfach, wann wir aufsperren dürfen. Und selbst wenn es spät ist, wir wollen nur wissen, wann genau. Herr Thüren, niemand von uns konnte genau vorhersehen, wie entwickelt sich das Infektionsgeschehen. Es ist nach wie vor schwierig zu sagen, wie stark wird durch die Feiertage das Infektionsgeschehen jetzt in den nächsten Tagen wieder ansteigen. Das heißt, gewisse Entscheidungen kann man einfach erst zu einem relativ späten Zeitpunkt treffen, weil wir auch nicht die Daten als Grundlage zur Verfügung haben, um diese Entscheidungen früher zu treffen. Und zur zweiten Frage, was das Freitesten jetzt betrifft, das ist natürlich ein komplexer, neuer Bereich. Sie haben im Eingangsbericht schon Verfassungsexperten gebracht, die das skeptisch sehen, was keine Überraschung ist, weil es gibt immer einen Verfassungsexperten, der jede neue Idee skeptisch sieht. Es ist aber auch nicht so, als hätten alle Verordnungen vor dem Verfassungsgerichtshof gehalten. Natürlich nicht. Das ist auch nie vorhersehbar, denn der Verfassungsgericht hat es an sich, dass selbst ein einzelner Verfassungsrichter Ihnen nicht sagen kann vorher, ob etwas verfassungskonform ist oder nicht, sondern dort stimmt ein Kollegium ab und die Mehrheit entscheidet. Das heißt, oft sind sich nicht mal Verfassungsrichter untereinander einig, ob sie etwas für verfassungskonform erachten oder nicht. Und zurück zum Freitesten. Herr Thür, ein letzter Satz. Wir haben in den letzten Wochen sehr intensiv daran gearbeitet, hier ein ausgeklügeltes Modell zu erarbeiten. Ich weiß, es gibt viele Kritiker. Ich kann nur sagen, wenn wir nicht die nächsten Monate im Lockdown verbringen wollen, wenn wir mehr Freiheit haben wollen, dann müssen wir auf diese Testungen setzen für Berufsgruppen, aber auch für den Zugang zu gewissen Bereichen wie zum Beispiel Kultur oder Tourismus. Gut, kommen wir zur Impfung, denn die ist jetzt die große Hoffnung für viele. Aber nach einer großen europäischen Inszenierung, auch in Österreich, heißt es jetzt mal warten. Sie sagen, die Impfung sei ein Gamechanger, aber wenn es dieser Gamechanger ist, warum gibt es dann gleichzeitig eine Impfpause bis Mitte Jänner? Es gibt keine Impfpause, sondern es tritt genau das ein, was wir immer vorhergesagt haben, nämlich, dass die Impfung in Tranchen geliefert wird. Verzeihung, wenn ich Sie da gleich unterbreche, aber der Salzburger Landesrat Stöckli sagt heute, es dauere noch bis zum 12. Jänner, da zum Impfstoff noch zusätzliches Material, wie zum Beispiel die dafür benötigten Spritzen und Nadeln angeliefert werden müssen. Wie passt das denn zusammen? Das hätte man doch wohl alles organisieren können. Also, Herr Thür, bei allem Respekt, aber ich habe jetzt keinen Überblick darüber, ob der Herr Landesrat Stöckli rechtzeitig Nadeln für Salzburg angeschafft hat oder nicht. Ich gehe davon aus, dass die Gesundheitsbehörden in allen Bundesländern sich ordentlich darauf vorbereitet haben. Und was die Impfdosen betrifft, war immer klar, dass wir zuerst eine Lieferung von Pfizer, BioNTech von rund 10.000 Stück bekommen. Die ist eingetroffen, die ist großteils jetzt schon verimpft worden. Der Rest wird in den nächsten Tagen verimpft. Und ab Jänner rechnen wir mit einer Lieferung von zunächst einmal rund 60.000 Impfdosen pro Woche. Und die müssen natürlich möglichst rasch verimpft werden. Parallel dazu kämpfen wir auf europäischer Ebene, dass es eine möglichst schnelle Marktzulassung jetzt auch für andere Anbieter gibt. Wir haben derzeit Pfizer, BioNTech. Wir haben darüber hinaus jetzt Moderna wahrscheinlich als Zulassung im Jänner. Und ich hoffe, dass es zeitnah, wenn auch die wissenschaftlichen Kriterien ausreichend sind, es eine Zulassung für AstraZeneca gibt, damit wir auch entsprechend mehr an Lieferungen bekommen. Je nachdem, ob es diese Zulassung gibt, können wir natürlich früher zur Normalität zurückkehren oder eben nicht. Jetzt gibt es Stand heute 6.000 Impfungen in Österreich zum Vergleich Israel, dass Sie immer wieder als Vorbild genannt haben in der Pandemiebekämpfung. Gibt es Stand heute bereits 643.000 geimpfte Menschen, die haben mehr bezahlt. Laut Medienberichten für die Impfung haben sich sehr früh darum gekümmert. Hat die EU, die ja gemeinsam mit Österreich das organisiert hat, die Impfstoffbeschaffung verschlafen? Also zunächst einmal bin ich mit Israel in Kontakt und man kann Bibi Netanyahu nur gratulieren. Die Israelis haben das großartig gemacht. Sie haben auch aufs richtige Pferd gesetzt, nämlich auf Pfizer, BioNTech. Darüber hinaus muss man dazu sagen, dass der Beschaffungsprozess der Europäischen Union aus meiner Sicht schon sehr gut organisiert war. Nämlich es sind Verträge mit 6 verschiedenen Pharmaunternehmen abgeschlossen worden, nicht wissend natürlich, welches Unternehmen am schnellsten den Durchbruch schafft.
Wir wissen, dass es mittlerweile ein Unternehmen gibt, das eine Zulassung hat. Das zweite wird im Jänner folgen, in den ersten Jännertagen. Und dann ist die Frage, ob eine Zulassung von AstraZeneca gelingt. Wenn diese Zulassung auch zeitnah gelingt, in Großbritannien gibt es die schon, dann werden wir im ersten Quartal sicherlich die Möglichkeit haben, weit über 500.000 Menschen in Österreich zu impfen. Aber verzeihen Sie, Österreich setzt sehr stark auf AstraZeneca. Spiegel und Reuters berichten, dass die EU-Kommission ein Angebot von Pfizer auf 500 Millionen Dosen abgelehnt hat und am Ende nur 300 Millionen gekauft hat. Das hätte bedeutet, dass der Anteil Österreichs von heute 5,5 Millionen Dosen im Jahr 2021 auf 9 Millionen Dosen gestiegen wäre. War das ein Fehler? Naja, natürlich ist rückblickend, jetzt wo man weiß, welches Unternehmen am schnellsten in der Forschung voranschreitet, es richtig zu sagen, die Europäische Union hätte mehr beschaffen sollen bei Pfizer. Aus meiner Sicht haben weder Sie noch ich noch sonst irgendjemand gewusst, dass es so kommen wird. Daher würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht gern den Beschaffungsprozess der Europäischen Union kritisieren, sondern ich glaube, wofür man kämpfen muss, und das versuche ich gemeinsam mit anderen Regierungschefs, ist, dass die EMA, die zuständige Agentur in der Europäischen Union für die Zulassung, wenn die wissenschaftlichen Standards erfüllt sind, möglichst schnell und unbürokratisch entscheidet. AstraZeneca wird in Großbritannien eingesetzt. Die haben das dort sicherlich auch genau überprüft. Je schneller diese Überprüfung in Europa stattfindet, je schneller wir auch diesen Impfstoff einsetzen können, desto besser. Aber ist dieser Impfstoff auch tatsächlich sicher? Ist AstraZeneca, ich würde noch ganz kurz bei AstraZeneca bleiben, ist dieser Impfstoff tatsächlich sicher? Weil das, glaube ich, wichtig ist, dass da kein falscher Eindruck entsteht. Was Österreich betrifft, wir rufen alles ab. Wir rufen alles ab, was wir durch die Europäische Union in der Beschaffung bekommen können. Mehr können wir derzeit nicht abrufen, weil wir uns in der Europäischen Union darauf verständigt haben, dass anders als Israel, Großbritannien oder die USA, wir nicht einzeln mit den Pharmakonzernen verhandeln, um nicht in einen internen Wettbewerb zu geraten, sondern die Europäische Union beschafft in Summe für alle Mitgliedstaaten. Ich bitte Sie nur um eine ganz kurze Antwort, aber ist der AstraZeneca-Impfstoff auch Ihrer Meinung nach tatsächlich sicher? Da gibt es sehr, sehr starke Zweifel daran. Die Schutzwirkung wird in den Studien mit nur im Schnitt 70% angegeben. Das müssen natürlich die Wissenschaftler überprüfen, aber die Impfstrategie in Österreich beruht ganz massiv darauf, dass AstraZeneca kommt. Können Sie sich darauf verlassen? Also ich muss zwei Punkte auseinanderhalten. Erstens, wenn Sie sagen, die Impfstrategie in Österreich beruht ganz massiv auf AstraZeneca, dann ist das aus meiner Sicht einfach falsch, sondern die österreichische Impfstrategie beruht wie alle europäischen Länder darauf, dass es mit 6 Unternehmen Verträge gibt und je mehr Unternehmen eine Zulassung erhalten, desto besser. Eins hat eine Zulassung, ein zweites bekommt es in Kürze. Und je mehr von den 6 eine bekommen, desto schneller werden wir ausreichend Impfstoff zur Verfügung. Aber von AstraZeneca haben Sie besonders viel gekauft, mehr als 1 Million Dosen, das sei nur hinzugefügt. Herr Thür, ich habe von gar niemandem irgendetwas gekauft, sondern die Europäische Union hat Verträge mit 6 Anbietern abgeschlossen. Und wenn Sie sagen, wir bekommen von AstraZeneca theoretisch, wenn es eine Zulassung gibt, sehr viel, nämlich über 6 Millionen Dosen, dann haben Sie recht. Aber dann sagen Sie bitte auch dazu, dass wir von Pfizer-BioNTech 5,5 Millionen Dosen erhalten. Also es ist einfach eine unrichtige Darstellung, wenn man sagt, wir setzen auf AstraZeneca. Die Europäische Union setzt auf 6 Unternehmen. Und ich kann nicht beeinflussen, welches Unternehmen eine Zulassung bekommt. Und jetzt zu Ihrer zweiten Frage. Glaube ich daran, dass der Impfstoff sicher ist? Das ist keine Glaubensfrage, sondern ich vertraue auf die Entscheidung der Behörden. Die EMA muss nach wissenschaftlichen Kriterien diese Entscheidung treffen. Da mischen wir uns als Politik nicht ein und das ist gut so. Aber wenn es darum geht, dass dort Tag und Nacht gearbeitet wird, wenn es darum geht, dass diese Entscheidungsprozesse möglichst schnell und unbürokratisch stattfinden sollen, dann halte ich das für richtig. Und wenn Großbritannien eine Entscheidung getroffen hat, dann glaube ich, dass das ein massives Indiz dafür ist,
dass der Impfstoff wahrscheinlich auch in der Europäischen Union eine Zulassung bekommen wird. Und je unbürokratisch und schneller das geht, desto besser für uns alle. Wir sind schon sehr weit über der Zeit. Ich würde Sie trotzdem noch gerne zu einem weiteren sehr wichtigen Thema dieses Jahr befragen, nämlich dem Terrorattentat von Wien. Die Untersuchungskommission hat 2 Tage vor Weihnachten ihren Bericht präsentiert, ihren Zwischenbericht. Der zeichnet ein sehr düsteres Bild, vor allem von den Abläufen und Zuständen im Innenministerium und im Verfassungsschutz. Die Kommunikation zwischen den einzelnen Einheiten dürfte de facto nicht existent gewesen sein. Wer ist denn Ihrer Meinung nach für diese schweren festgestellten Mängel verantwortlich? Also verantwortlich für das Attentat ist der Attentäter. Das ist wichtig. Für die Zustände im Innenministerium. Das ist wichtig, einmal auszusprechen, denn ich mag es nicht, wenn es in solchen Situationen zu einer Opfertäterumkehr kommt. Was die Situation im BVD betrifft, da wissen wir, dass auch sicherlich durch das Vorgehen des Innenminister Kickels damals sehr viel auch zerstört worden ist und Innenminister... Aber Herr Bundeskanzler, die ÖVP stellt seit dem Jahr 2000 mit zwei Jahren Unterbrechung den Innenminister. Karl Nehammer ist seit einem Jahr im Amt. Kann man da wirklich Herbert Kickl die Schuld daran geben? Naja, ich glaube für die Situation im BVD definitiv und was das die Gesamtsituation... Aber Karl Nehammer hätte sie in diesem Jahr neu aufstellen können. Ja, er hat auch mit der Neuaufstellung begonnen, die läuft auch. Aber ich glaube sozusagen, wenn Sie sich ein bisschen mit der Materie beschäftigen, dann finden Sie schnell heraus, dass man eine Institution wie das BVD nicht innerhalb von wenigen Monaten komplett reformieren kann. Das ist ein sehr komplexer, auch rechtlich sehr heikler Prozess, den aus meiner Sicht der Innenminister perfekt managt unter Einbindung aller im Parlament vertretenen Parteien. Und darüber hinaus wird es eine sehr wichtige Frage sein, wie viele Möglichkeiten geben wir Institutionen wie dem BVD, wie viel ist uns das wert, um auch ein Maximum an Sicherheit zu gewähren. Da geht es einerseits um Grund- und Freiheitsfragen und zum anderen natürlich auch um finanzielle Ressourcen. Was ich sehr positiv sehe, ist, dass dieser Terroranschlag, so dramatisch er war, zumindest dazu geführt hat, dass nicht nur diese BVD-Reform jetzt stattfindet, sondern wir auch massiv nachgeschärft haben bei Maßnahmen gegen den politischen Islam, aber auch im Justizbereich, um hier einfach ein noch konsequenteres Vorgehen gegen Foreign Terrorist Fighters und deren Ideologie auch in Österreich sicherzustellen. Wo die Untersuchungskommission gesagt hat, die Terrorgesetzgebung hätte nicht verändert werden müssen. Nur ganz kurz, Vizekanzler Kogler will den Schlussbericht abwarten, bis er die Frage beantwortet, ob jemand deshalb zurücktreten muss. Sie sagen, Karl Nehammer managt das perfekt. Also aus Ihrer Sicht nehme ich das richtig, muss niemand zurücktreten. Wenn jemand in der Behörde sich etwas zu Schulden kommen hat lassen, dann wird es hier selbstverständlich Konsequenzen geben. Aber das ist eine Frage, die noch aufgeklärt werden muss. Und das betrifft sicherlich nicht den Innenminister, weil der keinen Kenntnisstand davon hatte. Herr Bundeskanzler, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke vielmals.